Hallo Mitspieler, mein Name ist der Low Riot und ich begrüße euch zur 105. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. In der letzten Episode habe ich hier als letztes diesen Ring gemalt, oder dieses Ringsegment, und würde das gerne in diese Richtung fortsetzen. Okay, dann räumen wir erstmal halt aus dem Weg, was uns stören wird. Hier sieht's gut aus. Springen wir mal rüber. Das wird nicht stören, das wird nicht stören. Aber hier müssen wir mal eingreifen. Jewett und dann die Ecke. Oh, hier ist was im Weg. Und zwar eine Schneedepot. Wie voll sind wir denn? Wir sind 3% voll. Dann entleere er sich bitte. Da haben wir noch eine Schneedeponie, die ist 3%. Die lasse ich erstmal, damit sie hier das schnell rüberschaufeln können. Da werden wir doch dann hier mal eine kleine Straße ins Nirgendwo basteln. Um die Schneedeponien erstmal so ein bisschen komplett aus dem Bild raus zu haben. Machen wir es so. Da verschieben wir sie denn hin. Da haben wir nämlich ordentlich Platz. So, wie viele Ringe brauchen wir denn ungefähr, um hier anzukommen? Hier kommen wir einmal, dann kommen wir einmal hier. Na, das könnte knapp reichen. Müssen wir mal schauen. Gut, zum Entleeren muss ich die Uhr wieder laufen lassen. Und da muss ich dann wenigstens eine Straße kitten. Und zwar hier oben. Die hatte ich unterbrochen. Dann mach's mir mal gerade. Okay, das dürfte an und für sich reichen. Hier haben wir gekittet. Okay, lass mal die Zeit mal wieder laufen. Können uns hier ein bisschen austoben. Nehmen wir mal den hier. Oh, haben wir wieder genau die falsche Straße genommen. Na, das machen wir aber auch mal ganz gerne. Ah, Strom. Strom in Richtung Norden. Können wir hier schnell ran frickeln? Haben wir das auch? Gut, hat er noch den Bypass hier lang? Obwohl, nee, hat das nicht. Machen wir so, jetzt haben wir einen Bypass, haben wir zwei Richtungen. Laufen lassen, bitte mal. Und wir schauen ein kleines bisschen rum. Was wird uns denn hier noch stellen? Wenn wir noch zwei Ringe machen, sind wir ungefähr hier. Die Deponien können erstmal bleiben. Die muss ich dann wegnehmen, wenn ich mit der Autobahn komme, nehme ich an. Hat die Bahn mitbekommen, dass jetzt hier eine kleine Veränderung stattfindet? Noch nicht ganz. Pass mal auf, dann werden wir mal nachhelfen. Wir bin doch hier auf. Nee, ist ja Tram. Was versuche ich denn hier schon wieder? Oh. Nimmt da komplett aus dem Bild. Das ist ja Ungarland. Was soll denn das jetzt? Na gut, dann nehme ich diese Station und ziehe sie mir einfach hier hin. Und trotzdem sagt er, es ist eben broken. Na, dann kommen wir von der anderen Seite. Packen die hier hin. Und das sollte er doch eigentlich finden können, oder? So, Leute. Einfacher kann ich es euch noch wirklich nicht machen. Wenn ich die aufeinander ziehe. Liegt da übereinander, aber verbindet sie nicht. Da ist er ein bisschen spröde. Was soll denn das jetzt? Muss ich gar die ganze schöne Linie normal malen. Die hatte ich doch gerade erst neu gemalt. Das war ja nicht lange her.
Kommt hier mal eine Tram? Da kommt eine Tram. Was macht sie? Wird wahrscheinlich einfach verschwinden, ne? Nee. Doch. Verschwindet einfach ersatzlos. Tja, Leute, was soll ich sagen? Habe ich mir hier wieder ein kleines Eigentor irgendwie gebaut? Das ist ja U-Bahn. Das war gleich die 1 oder die 2, oder? Nee, die 10. Geht einmal durch und dreht hier. Gut, habe ich sie kaputt gemacht. Baue ich sie schnell nochmal neu. Haben wir sonst nichts zu tun. Zack. Da gerade Strecken geht ja relativ schnell. Aber dennoch muss ja nicht sein hier. Keine ABM-Maßnahme. Zack. Zack. Müssen wir langsam bald ankommen. So, hier kommen wir nicht lang. Dann nehmen wir hier diesen Bypass, fahren hier lang und dann hier hoch. Station immer ein bisschen mittig. Dann können wir die auch nochmal neu platzieren hier. So. Und so. Und so. Und Heimreise. Zack, zack, zack. Die Stadtmitte. So, und dann... Na, hast du hier eine Endbetriebshaltestelle oder so. Whatever. Dann mache ich sie wieder irgendwie ein bisschen bunt hier, damit sie besser zu sehen ist, wie ich finde. Gut, dann verlassen wir den Ort des Schreckens mal schnell. So, was machen unsere Deponien? Wo haben wir sie? Die waren ganz am anderen Ende, oder? Ja. Ist leer. Geleckt wie ein Kinderpopo. Weg, her damit. Wir ziehen dann um hier an dieses Ende. Du darfst wieder funktionieren. Dann sagen wir dir, du sollst dich entleeren. Und die ziehen wir dann auch nach. Das Ding wird doch ein bisschen Strom brauchen. Können wir hier abgreifen. Fertig. Was macht denn unsere Sterbewelle? 720, ja. Scheint sich wieder ein kleines bisschen zu fangen. Aber haben wir jetzt keine Lust. Wir bauen jetzt Straßen. So, und zwar von hier. Hier hatten wir durchgetrennt und dann müssen wir uns hier eine Birne machen, wie wir hier wieder einschlagen. Und zwar werde ich mir diesen Winkel hier verlängern, um ihn nicht zu verlieren. Ja, Parks schmeiße ich wieder weg. Hier durch. Wir kommen ungefähr hier an. Das ist schon wieder Zeit. Ich muss schon wieder... ist der leer? 9% so schnell leer geräumt? Moment. Verschiebe ich dann auch schnell, wo wir gerade bei sind. Schnell verschoben. Wieder angeschaltet. Alles wieder gut. So. Wir kommen hier mit einer wilden 13 angeflogen. Das ist ungefähr hier.
heißt, den weg, die wilde 13 wird ungefähr hier ungefähr ankommen. Ja, nehmen wir mal an, hier so in dem Bereich. Ja, bevor ich hier groß rumzirkle, kann er die Ringe eh komplett ersetzen. Das ist eine 26er, glaube ich, gewesen. Das sind ja mal 15, 26, 37. Ich glaube, irgendwie so war das. 15 sieht gut aus. 15, 26, 37, jo. Was hatten wir hier gesagt? Wir waren bei 243, 256. 256 von der anderen Seite. Ein Bogen. So, hier rastet er ein. Legen wir uns mal auf der Seite, damit wir das Messinstrument ein bisschen besser sehen. Und machen den. Fragen uns, wo er einrastet. Da rastet er ein. Da. Nun nehme ich einfach. Check hier mal die Maße, die Spaltmaße, wie ich immer so schön sage. Warum wird der Raum nicht komplett genutzt? Weil hier eine kleine Bodenwelle ist? Ja, scheint so. Aber sieht so ganz anständig aus. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ja. Okay, irgendwas, was ich wieder ganz machen muss. Die U-Bahn, das machen wir aber ein andermal. Das Küstenpromenade, das ist noch nicht so wichtig. Ihn hier können wir schon mal wieder verlängern. Scheint gerade zu sein. Obwohl. Naja. Das biegt hier irgendwie. Bilden wir uns mal ein, da ist wieder eine Bodenwelle. Lieblingsausrede in dem Fall. So, hinfort. Wir haben den, wir haben den. Über 90% ersetzt. Und dann bauen wir auch noch den hier. Ein bisschen nach Augenmaß. Ja, das nimmt sich nicht, glaube ich. Den. Richtig schnurgerade. Ja. Nehmen wir. Fällt keinem Menschen auf. Jo, dann wird die Zwischenstraße wieder eingepasst. Oder jetzt uns gerade so passt. Und dann fliegt das hier wieder raus. Ja, die fliegt ja auch gleich wieder, obwohl wir kommen mit dem nächsten ungefähr hier an. Ach, da werden wir dann live entscheiden, was wir machen. Erstmal werden wir die Parks wieder rinfummeln. Kleiner Park war das? Nee, das ist ein Spielplatz. So, und ich hatte ja schon mal angefangen, so die Mitten ein kleines bisschen abzuflachen, um die Parks mittig zu setzen. Und da ich damit mal irgendwann angefangen habe, würde ich sagen, machen wir damit weiter. Einmal. Dann haben wir den. So. Ja, das können wir jetzt auch immer machen, da wo wir es so sehen. Ja, gut, hier nun jetzt um ein Karo nach links, ich glaube. Ja, da kommen wir eh gleich hier oder irgendwann an, wenn wir hier den nächsten Ring bauen. So, dann haben wir ihn hier noch. So. Er passt akzeptabel. Machen wir so, dann nimmt er hier oben nichts weg. Ja, ist okay, kann ich mit leben. Oh, dann haben wir die Seite wieder zusammengepuzzelt, würde ich sagen. Dann jetzt in eine andere Richtung weiter.
Können wir hier schon mal irgendwie den Durchbruch wagen? So, du kommst weg. Ob wir den ganzen Ring hier einfach rausschneiden? Nehmen wir den. Dann sind wir ungefähr hier in dem Bereich. Da sollten wir durchkommen. Der Park könnte im Weg sein, den nehme ich einfach mal weg. Ausfahrt dürfte kein Problem sein. Okay. Ihn weg. So. So könnte klappen. Ihn hier weg. Das weg. Den nehmen wir auch weg. Der Park kann bleiben. Wird das Teil hier im Weg sein? Puh. Könnte eng werden, möchte ich mal behaupten. Machen wir es so. Wir sind im Moment auf 256 und die müssen wir uns, glaube ich, jetzt mal aus der Mitte hier holen. Damit wir was zum Anlegen dann haben. 256 ist genau hier drauf. Ach, na, das wird ja ein Gepuzzle werden. Na, herrlich. Deswegen bin ich ja auch hier. Deswegen machen wir das ja, weil wir so gerne bauen. Ja, wenn ich das Spiel nicht hätte, würde ich wahrscheinlich mit mir einen Lego-Stein auf den Boden setzen. So. 256, die sind eingerastet, färben sich schön blau, kommen an und scheint auch soweit zu stimmen. Abstände kontrollieren, Abstände sind okay, würde ich sagen. Ja. Jo, dann reparieren wir. Den und den können wir nehmen. Dann haben wir hier noch die 26 zur Mitte oder so. Oder hier sind 27, oder? Nee. Sollten 26 bleiben. Na. Okidoki passt anscheinend. Zwischenstraße. So weit, so gut. Der ist auch akzeptabel. Dann haben wir hier die Parksituation. Und die Ausfahrt hatte ich auf der anderen Seite weggenommen, oder? Du passt schön mittig, das ist in Ordnung. Ja, das war auf der anderen Seite. Dann gehen wir da doch mal gucken. Bewegen wir uns da mal langsam hin. Oh, gibt es drei Möglichkeiten, wie er bauen würde. Also wir verlängern mal von der Seite. Wir haben 180 unten, das ist ein gutes Zeichen für gerade. Setzen den. Hier gibt es wieder eine Strandpromenade irgendwann. Eine Küstenstraße. Er kommt weg. Hier brauchen wir den. Haben wir ihn. Hier drängt sich noch ein bisschen Strom auf. Ist das verbunden? Ja. Wollen wir das gleich machen hier, wo wir gerade hier sind? Könnten wir eigentlich. So. Bitte mal freies Malen. Parallel zum Strand, na, ohne Docken. Kriegt das so hin. So. Einen Schritt weiter.
gesagt. Irgendwas, was da bauen würde, was uns hier fallen könnte. Was, wenn ich von der anderen Seite baue? Ja, kann ich mir noch austricksen. Ja, ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so. Jo. Ach so, ich sollte hier auch wieder ein bisschen Industrie ansiedeln. Hier die Bereiche kontrollieren. Das sieht alles schick aus, würde ich sagen. Hier wieder. Dann den hier. Diesen. Diesen. Und wir haben es wieder praktisch geschafft, eine komplette Episode auf der Pause, auf der Bremse zu verbringen. Ja. Ist auch so eine kleine Spezialität von mir. Muss ich leider eingestehen. So, das ist eine Straße, die wir uns behalten wollen, die wir uns merken möchten, weil das der Winkel für eine Straße ist. So. Ihn. Und ihn. Ne. Bahn. Und machen hier wieder in 10er Abständen ungefähr die Strandgeschichte. Küstenpromenade. Jetzt ein bisschen runter. Hier tunen wir noch ein bisschen. So, den, na. Jetzt noch dann. So, damit es ein bisschen runder wird. Wollen wir es ja auch schön haben und nicht eckig. So, können wir hier irgendwas zaubern? Nee, kein Mana. Von der anderen Seite irgendwie. Mal ungefähr von hier kommen. Will er nicht und er biegt doch in die andere Seite irgendwie. Geht ein bisschen zum Ende hin auf. Das sieht man auch hier an dem Abstand so ein bisschen, aber ist in Ordnung. Damit können wir umgehen, damit können wir leben. So, hier gibt es wieder Kreuzungen direkt nebeneinander. Das wird bestimmt auch wieder Stress geben, oder? Oh. Da haben wir uns ein bisschen verbogen, Freunde. Ja, so will er nicht machen und so andersrum würde er machen. Ja, wieder ausgetrickst. Wenn es rechts nicht geht, bitte von links kommen. Gut. So, und hier wird es wahrscheinlich eine Brücke geben. Denke ich mir. Ich werde die Rundung hier wieder ranfügen, so wie es auf der Seite ist. Und das, was hier kommt, werde ich oben rüberleiten. Das haben wir an anderer Stelle schon mal irgendwo praktiziert. Und zwar hier beim Teller-Nachbarn. Ja, die Nummer. Ja, werden wir machen. Aber erst in der nächsten Episode, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super hilfreich. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anmerkungen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.